Männer und Frauen sind ungefähr gleich häufig in der Arztpraxis. Gilt das auch für die Ästhetik? Wir sagen ja oder nein. Aus reinem Interesse haben wir neulich mal geschaut, ob wir Frauen und Männer ungefähr in gleichem Umfang behandeln oder nicht. Wenn man von außen schaut, kommen die meisten gar nicht auf die Idee, dass wir auch Männer haben. Das stimmt aber nicht. Wir haben mindestens 30-35% Männer. Warum ist das so? Weil unsere Spezialisierungen so sind, wie sie sind. Wir machen Oberlider, wir machen Unterlider und wir machen Fettabsaugung. Und da ist es tatsächlich so, dass da besonders viele Männer auch kommen. Natürlich lassen sich mehr Frauen die Lippen aufspritzen als Männer, aber Botox zum Beispiel schon wieder kommen auch ganz erheblich viele Männer, die eben oben ihre Zornesfalte oder ihre Stirnfalten behandeln lassen wollen oder auch den Bruxismus. Auch da, also das Kauen hier, das nächtliche Knirschen, auch da kommen viele Männer. Es sind überraschend viele Männer, die heute eben auch ästhetische Behandlungen in Anspruch nehmen. Bei uns ist der Anteil so 2/3 zu 1/3, bisschen tendenziell hin auch zu 40%, wobei eben bei Männern eben alles durchgemischt ist, auch in alle Altersgruppen, in alle Altersklassen. Und es ist auch nicht nur Homosexuelle sind, die kommen, wie immer gesagt wird, totaler Unsinn. Das spreitet sich über das ganze Spektrum der Gesellschaft. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne. Und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.